So, da wären wir wieder. Folgendes hat sich ereignet. Ich war wieder ein bisschen trainieren, habe die gefüttert, zur Toilette gebracht, bis sie erschöpft waren. Danach habe ich sie wieder pausieren lassen. Dann konnte ich sie schlafen schicken. Das heißt, der neue Tag ist angebrochen. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Angriffsgeschwindigkeit trainieren. Und dann setzen wir unseren Weg fort und versuchen nochmal ein paar neue Digimon in die Stadt zu ziehen. Und die Story ein bisschen voranzutreiben. Oh! Ausgezeichnet, das passt ja. Ich hoffe, da kommt was Gutes bei raus. Eigentlich haben sie eine gute Erziehung genossen. Ui, okay, das kenne ich mal gar nicht. Okay, das zweite entwickelt sich auch gleich hinterher. Ja, den kenne ich auf jeden Fall. Birdramon. Der komische Fuchs hier ist mir allerdings neu. Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh, mal gucken. Sehr schön. Typ Dunkel. Okay, das ist, wir haben Feuer und Dunkel. Verantwortungslos und zynisch. Anscheinend haben sie doch nicht die beste Erziehung genossen unter meiner Fittiche. Aber mal schauen, was die Fähigkeiten hergeben. Mittlerweile haben wir auch ein paar mehr im Petto anscheinend. Aber die sehen eigentlich ziemlich brauchbar aus. Nichtsdestotrotz nochmal hier das Training ansetzen. So, Trefferpunkte gehen auch noch ein bisschen. Okay, here we go. Let's get started. Einmal noch, dann müsste Birdramon auf 5000 kommen. Oder wir machen noch einmal, dann haben sie beide 5000. Training time. Ja, Hunger hast du, kriegst du sofort. So. Over here. Eat up. Ready to eat? Okay, jetzt sind sie natürlich erschöpft von dem vielen Training. Schieben wir mal hier ein Ausruhen dazwischen. Holen uns jetzt im Anschluss unsere Fleischration und setzen unseren Weg mal fort. Ich denke mal, dass die um einiges stärker sind als die anderen beiden. Beziehungsweise die anderen beiden Vorstufen. Und ich wäre neugierig, ob man sie fusionieren könnte. Wenn es irgend zu einem harten Kampf kommen sollte und ich wirklich mal die Gelegenheit habe, die Befehlspunkte auf 150 zu bringen, werde ich das natürlich direkt mal versuchen. Ansonsten würde ich gerne nochmal versuchen, da hinten auf dem Hügel dieses Biomon anzuquatschen. Das wollte ja irgendwie fliegen lernen. Ich weiß nicht, ob Birdramon hier da jetzt irgendwie eine Rolle spielt. Und denen eventuell zeigt, wie man fliegt. Ich will etwas essen. Ja, von mir aus. Geben wir da mal eine Riesenbeere. Nice going. Ich glaube, dieses Symbol bedeutet Disziplin oder so war das und Bindung erhöht. Also, okay. Here you go. Birdramon hat Riesenbeere gegeben. Vollständig gefüllt. Gewicht um 5 erhöht. Ach ja, Gewicht gab es auch noch. Ich weiß auch nicht,
was es da mal so auf sich mit hatte. Bestimmt muss man bestimmte Kriterien hier irgendwie in dem Spiel erfüllen, um sich das Wunsch-Digimon herbeizuziehen. Vielleicht findet man aber irgendwann, ich muss mal im Internet gucken oder so, vielleicht findet man da irgendwie einen Guide für. So, weiter so, du schaffst das. Wenn du ein Digimon triffst, das ein paar Tipps geben kann. Ja, habe ich auch eigentlich hier. Der fliegt doch die ganze Zeit. Oder muss ich irgendein bestimmtes anquatschen und mit dir herbringen? Ich habe nicht die ganze Ahnung. Okay, da scheint dann wieder einer zu warten. Mal sehen, was du möchtest. Ihr kommt gerade richtig. Ihr müsst mir nur etwas helfen. Ich brauche Dünger, damit ich leckeres Fleisch zubereiten kann. Aber ich finde nichts. Daher brauche ich eure Hilfe. Ja, kein Problem. Bring mir bitte einen Lachapfel, einen Digi-Sprössling und eine salzige Nuss. Mhm. Mal kurz prüfen. Wir haben Lachapfel, wir haben eine salzige Nuss. Was war das andere? Ein Digi-Sprössling, ne? Ah, Mist, wir haben eine grüne. Hier irgendwo werden wir bestimmt einen Pilz mal finden. Und ich glaube, wenn der mitkommt in die Stadt, wird das Fleischfeld erweitert und wir haben pro Tag, ich weiß nicht, dann vielleicht doppelte Rationen oder so, was wir auch dringend brauchen. Okay, jetzt wird es wieder dunkel. Das ist wieder schwierig, setzen wir unseren Weg fort, ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, sollten wir machen, wir haben eigentlich ganz gute Tiere mit dabei. Ich glaube, ich werde mal hier durchgehen. Oh, Ressourcen, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wofür die sind. Aber ich will, sobald man sie irgendwie verwenden kann, lieber zu viel haben als zu wenig. Deswegen nehmen wir uns mal die paar Sekunden, um das mal abzuernten. Wir brauchen einen Pilz. Watch carefully. Good hit. Ja, das sieht sehr gut aus, kein Problem. Good, ja, das hat toll gemacht, alle beide. So. Ich bin gespannt, und was die sich als nächstes verwandeln. Kann man das eventuell jetzt schon mal. Ja. Rudamon und Agumon. Kenne ich beide nicht. Und ein Fragezeichen-Typ. Anscheinend gibt es immer noch ein paar Zufallsentwicklungen. Und ein paar Bekannte. Mega Kabuterimon. Okay, und auch ein Fragezeichen. Kriterien standen jetzt auch nicht großartig dabei, oder? Nee. Schade. Na gut, da muss man auf das Beste hoffen bei der nächsten Digitation, aber ich denke, das wird dauern. Die sind ja jetzt auf dem Champion-Level, wenn ich mich richtig erinnere, verwandeln die sich danach ins Ultra. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig viel Zeit mit sich bringen. Der ist jetzt Alter 4 Tage, ich weiß gar nicht, bestimmt wird es 10 Tage oder so in Anspruch sein, wenn nicht sogar noch mehr, das ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Aber hier haben wir schon mal den nächsten. Togemon, mein Spezialmove ist zwar cool und stark, aber ich... Okay, ich denke mal, das ist die Serverwüste. Und diesmal wortwörtlich, es ist eine Wüste, wo Server stehen. Das ist die Serverwüste. Hier ist durch die Hitze, alter Server, jegliche Vegetation vertrocknet, okay.
alten Pausenraum gibt es einen Verkaufsautomaten und eine Toilette. Im Inneren sollen sich neue Server befinden. Im Westen ist die Oguino-Einöde, im Süden liegt ein Gebiet, das Logik-Vulkan genannt wird. Okay. Vorsicht, die Digimon sind schon stärker als die Digimon. Okay, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber wir können uns eigentlich liegen lassen. Mit okay, die wollen nicht wissen. Okay. Machen wir mal einen Probekampf. You did it. Watch carefully. Sieht eigentlich ganz gut aus. Yeah. Ja, ich denke mal, großartige Sorgen müssen wir uns hier eventuell noch nicht machen. Auch wenn die es immer wieder drauf anlegen. Okay. Ich dachte eigentlich, die gehen uns aus dem Weg, weil sie wissen, dass sie hier nicht drauf haben. Irgendwie. Watch carefully. Good hit. Und der scheint gleich dreimal anzugreifen, auch sehr geil. So, hier waren Ressourcen. Ach komm schon, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe hier die Ressourcen abernten. Ah. Okay. Yeah. Nice and calm. Nice. Naja. Jeder Kampf gibt wenigstens ein bisschen Geld. Digi-Öl. Ingwer. Oh, hier können wir anscheinend durchspazieren. Serverwüste, Serverfriedhof, okay. Okay. Zweimal wow und einmal wow wegen Stufe 8. Nice and calm. Ach, das sieht auch so aus, als wäre kein Problem. Looking good. Ausgezeichnet. Looking good. Yeah. Looking good. That's right. Looking good. Don't hold back. Mensch, das wollte ich nicht machen. Good hit. Aber es gibt ordentlich Fleisch. Das ist auch immer eine schöne Sache. So, wow, ja, da hinten. Ich weiß nicht, was das ist. Ready? Langsam wird es wieder Nacht. Lebensmittel müssen wir ja genug gefunden haben. Weiß nicht, was die Schlaflos macht. Ob die Jungs dann gleich zu Bett schickt? Ich habe keine Ahnung. Ready to eat? Dann suchen wir jetzt mal Fleisch. Okay, wir sind schon satt. Ach nein, kommt schon Leute, ich versuche den mal zu entkommen. Ich sehe da hinten nämlich schon wieder ein nächstes auffälliges Digimon. Eventuell potenzieller Anwärter für unsere Stadt. Togemon, kenne ich auch noch aus der Serie früher. Wemon, wo bist du hin? Wimon. Er hat einen neuen Move gelernt. Aber er ist noch nicht ganz aufgereift. Irgendwas fehlt. Weißt du, ich will, dass Vimon stärker wird. Also habe ich gesagt, dass er nur irgendwas fehlt. Dann ist dieses Mal wütend geworden und davon gelaufen. Aber wird zu direkt. Kind, ich mache mir Sorgen. Moment, war Vimon nicht das Viech, was wir gleich am Anfang gesehen haben? Ach du Scheiße. Egal, die Jungs klatschen wir noch weg. Okay. Stufe 7. Das sollte eigentlich noch mal sein. Okay. Zwei Stück. Yeah. All right. You did it. All right. Kombo angriff, sehr gut und dann. Good hit. Feuer, ein anderthalb. Ja, okay.
You did it. Ah, kein Problem für meine Jungs. Gibt ordentlich EP, ordentlich Kohle und auch ordentlich Items, muss ich sagen. Wenn ich mir aber die Frage stellt, ob der Leute nicht bald noch voll ist und ich eventuell ein bisschen von den Trainer oder Thema Erfahrungspunkten nicht das nächste Mal hier reinstecken sollte. Tragevermögen von Items beträgt 30. Wie viel können wir jetzt? Ah, okay. Material können wir 53 mitnehmen. Und 20 jeweils von den anderen Items. Die Kapazitäten haben wir bald ausgereizt. Hier ist nochmal Material. Tiefsee, aha. Palme, alles klar. Oh, alles klar, ich kann nicht mehr tragen und da ist es schon eingetroffen, zumindest was unser Materiallager angeht. Es scheint das voll zu sein. So, jetzt quatschen wir nochmal den Kollegen hier an. Angemund. Schön kühl, ich fühle mich wie ein Eisenmann. Das war's, mehr hast du nicht zu bieten. Okay, die Auftragslage ist mir da nicht ganz klar. Was ist das hier? Sieht aus, als könnte man das irgendwann kaputt machen. Ganz standardmäßig mitten in der Wüste ein Aquarium. So, ich glaube, dieses Vimon, was gesucht wird, stand ziemlich am Anfang, wo wir in der Wüste reingekommen sind. Ich habe das ja auch gleich angequatscht. Ich glaube, das war das. Da werde ich jetzt nochmal hinrennen, mit dem sprechen, ihm erzählen, dass er irgendwie vermisst wird und hoffe, dass die beiden dann einfach mal in die Stadt kommen. So richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Server will ich doch, das sieht gut aus. Ach Mensch, Leute, ey, das ist aber echt nicht gerade ein guter Augenblick, dass ihr aufs Klo müsst. Over here. Eine Scheiße. Wortwörtlich. Wir haben eine mobile Toilette. Könnt ihr euch die nicht teilen oder so? Nein, ich habe keine Zeit. Ah, dieser Ruck auf Togemann. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Toman sagt, du sollst zurückkommen. Ja, mach doch erstmal. Komm schon. Oh, wir können gegen ihn kämpfen. Machen wir auch. Okay, kleiner, zeig mal, was du drauf hast. Ich zweifle, dass ich auch mal ansatzweise mit meinen Jungs aufnehmen kann. Der hat kein bisschen Riss gemacht. So. Aber dank dir habe ich keine Ahnung, wie ich mich verbessern kann. Danke, dass wir dicke Freunde sind. Du kannst Togemon ausrichten, dass ich in die Stadt zurückkomme. Jawohl, um weiter zu trainieren. Danke, Kumpel. Schön.
So, dann springen wir jetzt mal ganz galant wieder zurück zu unserem Togemon-Kollegen. Erzählen ihm, was Phase ist und hoffen, dass der sich auch mal direkt anschließt und in die Stadt kommt. Und ich weiß gerade nicht, war da hinten bei der Oase eine Toilette? Irgendwo hier? Ja, ich glaube, da hinten war eine Toilette. Ihr könnt mich mal in Ruhe lassen. Hier ist Alarmstufe braun. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Viecher durchhalten ohne Toilette. Früher war das immer eine knappe Nummer. Da ist dann immer total Panik und Hektik ausgebrochen, wenn die mussten. Ja, sie müssen das. Ich hab mich gerade schon erschrocken. Ja, klasse. Komm, beeil dich. What's wrong? Nice and calm. Ich will noch schneller drauf gehen. Okay. That's right. Ja, ihr seid ganz toll. Jetzt verkneift euch noch ein paar Sekunden euer Bedürfnis. Nein, keine Zeit, lass mir Ruhe. Kurz vorm Ziel, ich raste aus. Oh, Gott sei Dank geschafft. Jawohl. Das sieht sehr gut aus da unten. Zufriedenheit, volle Pulle. Müde sind sie. Ich glaube, ja, hier können wir sie einfach schlafen schicken. Okay, now. Good night. Sleep tight. Okay, so, Trefferpunkte 37% nur geheilt. Okay. Um 1 zu erhöhen, ist bei 40, okay. So, Frühstück. Frühstück. You hungry? Ich mal bei einem Lachapfel. Aber noch irgendwas Doppelfleisch hier. Jetzt hört auf, so zimperlich zu sein. Careful now. Here you go. Und jetzt erst Fleisch. Beide satt, sehr gut. Sagst du mittlerweile mal, was neu ist, oder? Nein. Ach ja, genau, mit Togemon da hinten wollten wir noch reden. Vimon ist ja bereits in die Stadt gekommen. Ich hoffe, er schließt sich jetzt auch hier an, ohne irgendwie großartig Gezeter zu machen. Ich habe Vimon gefunden. Oh, danke, ich verstehe. Vimon hat ja gesagt, dass Zeit ist für mehr Training. Okay. Okay. Dann lass uns mal kämpfen. Wie soll es auch anders sein? Dann klatschen mich jetzt mal meine Jungs weg und danach kommt es hoffentlich in die Stadt. Ich weiß gar nicht. 150. Er scheint ein bisschen was einstecken zu können. Ich versuch mal, die beiden zu fusionieren, wenn wir 150 Gefechtspunkte endlich zusammen haben. 127 haben wir, könnte knapp werden. Okay, hat sich erledigt. Schade. So. Du bewegst dich gut, ihr seid alle ziemlich stark. Wenn ich trainiere, werde ich stärker und stärker. Ich warte im Trainingsraum der Stadt. Perfekt. Der Ausflug hat sich definitiv gelohnt. Ja, ein paar Digimails bekommen mittlerweile. Ja, haben wir schon getan.
die Digimon-Suche läuft gut. Dank dir habe ich viele Informationen von den Digimon in der Stadt erhalten. Besuch mich nochmal zu Hause. Okay. Ach hier, die Materialien haben sich anscheinend auch wieder. Digi-Latex und Digi. Obwohl unsere Tasche nicht voll. Okay, jetzt ist er. Ja gut, okay, der Ausflug hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich werde erstmal wieder eine Pause machen und hoffe, ihr seid auch im nächsten Video dabei. Ich genieße jetzt noch ein bisschen das Wetter hier. Und macht's gut.